Aber vielleicht die Gästeplätze auch für die kurze Sitzung kurz zur Ruhe bitten. Hervorragend, ich bin begeistert. Auch danke für den Test. Frohes Neues. Frohes Neues. Gesundheit und so und für die Familie. Es ist die 124. Sitzung der Piratenfraktion und anderer im Berliner Abgeordnetenhaus. Wir haben eine Tagesordnung, die ist nicht besonders voll. Es ist 15.11 Uhr. Und wenn ihr nichts dagegen habt, mache ich wieder die Sitzungsleitung. Ich sehe keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Die Delegationen stehen auf Zeile 37 und 38 im Pad. Einmal Andreas an Heiko und Simon an mich. Ich glaube, Andreas ist noch außer Landes und Simon ist krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Alle anderen bis auf Christopher und Gerwald und Susanne scheinen da zu sein. Christopher hat aber angekündigt, dass er kommt. Er möchte gerne uns was mitteilen. Das können wir im Zweifel auch unter Sonstiges packen, wenn die Sitzung so lange geht, dass Christopher rechtzeitig eintrifft. Wir sind beschlussfähig. Dann gehe ich mal davon aus. Gibt es noch Wortmeldungen zur Tagesordnung? Wollt ihr was hinzufügen? Olli hat so sein Pinöpel da so hoch. Nicht? Okay. Dann nehmen wir die Tagesordnung so hin und verfolgen sie konsequent. Unter Ankündigungen und Ansagen habe ich noch etwas Freudiges mitzuteilen. Ich gratuliere dir, Phil, zur Geburt deiner Tochter Smilla. Herzlichen Glückwunsch, tolle Sache. Ein Weihnachtskind, immer doppelte Geschenkebelastung. Und man kann das dann auch halbieren über das Jahr, das stimmt, wenn man das klug verargumentiert. Ja, ist ja Chris, oh, du kommst genau richtig. Soll ich ganz kurz warten? Wir sind unter Ansagen. Ja, Entschuldigung für die Verspätung, mein Handy war alle. Gar kein Problem. Mein Handy war alle, ich konnte nicht leben. Ich sage mal kurz an, dass der Heiko schon seine Arbeit gemacht hat und unter 1.5 Finanzen alt eingetragen hat. Und während Christopher sich noch bequem macht, gehen wir mal kurz in Top 2 Genehmigung des Protokolls der vergangenen Sitzung. Es handelt sich dabei um das Protokoll vom 9.12.2014. Gibt es Aussprachebedarf zu diesem Protokoll? Ich stelle fest, dem ist nicht so. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür bzw. dagegen, dieses Protokoll anzunehmen? Das ist einstimmig bei Enthaltung von Herrn Morlang, Herrn Lauer und Herrn Kowalewski. Vielen Dank. Dann ist das angenommen. Und wenn du möchtest, würde ich dir gleich das Wort erteilen, Christopher. Ja, vielen lieben Dank. Ich möchte den Tagesordnungspunkt Ansagen dafür nutzen, um euch darüber zu informieren, dass ich eine Nebentätigkeit aufgenommen habe, beziehungsweise jetzt einen Nebenjob habe. Und zwar werde ich für die nächsten 3 Monate die Axel Springer SE in Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit beraten. Ich habe da auch entsprechend schon den Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses informiert und habe es auch auf meiner Webseite vermerkt. Und dann habe ich es jetzt hier mal gesagt und dann wisst ihr alle Bescheid. Und ja, das war auch das, was ich ansagen wollte. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für die Ansage. Weitere Ansagen sehe ich nicht. Gut, dann können wir ganz schnell durch die Tagesordnungspunkte rattern, weil da steht nämlich nichts. Top 3, wir haben Gäste, die wollen nichts sagen. Gut, wir könnten noch unseren, war das eigentlich geplant, steht nicht hier. Wollen wir unseren neuen Pressepraktikanten kurz vorstellen? Ja, komm mal her, komm mal vor, nutzen wir die. Super. Mikro, weißt du, wie das funktioniert? Einfach draufdrücken. Genau, einfach draufdrücken. Stell dich kurz vor, dass alle mal wissen, wer du bist. Bitte schön. Hi, ich bin Erik. Ich bin seit gestern der neue Pressepraktikant. Und ja, jetzt kennt ihr mich alle. Ein paar kennen mich ja schon. Ja, also die, wenn ihr euch gewundert habt, wer jetzt plötzlich euch E-Mails schreibt mit ganz vielen Links drin, das ist der Erik, der schreibt nämlich schon den Pressespiegel, macht das auch sehr gut. Ja, vielen Dank, willkommen im Team. Auf gute Zusammenarbeit. So, dann
dann Top 4, nix, Top 5, nix, Top 6, nix, Top 7, nix, Top 8, nix, Top 9, nix. Nee, doch, stimmt nicht. Wir haben eine Fraktionssitzung nächste Woche wieder, da wird dann auch mehr auf der Tagesordnung stehen. Und der Heiko unter 9.3 möchte am 22.01. einen Neujahrsempfang, ein großes Wort, geben. Seid ihr alle herzlich eingeladen um 18 Uhr im Sprengbüro. Genau. Es kommen natürlich alle SenatorInnen. Natürlich. Dann gibt es noch am 7.01., das ist morgen, wenn ich mich richtig erinnere, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr einen Sternsinger-Empfang. Sicherlich auch Sternsingerinnen. Nicht? Doch, oder? Ja, ich fühle mich nicht vereinnahmt, das wird sicherlich ganz niedlich. Da könnt ihr alle hinkommen. Die singen. Der Kollege Höfinghoff hat das wunderbar analysiert, finde ich. Ja, dann machen die sowas. Muss ich mir das mal angucken? Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Also wir stellen fest, die malen auch was. Dann vielen Dank für den Hinweis, Herr Maulang. So, wir haben mehrere BesucherInnengruppen. Gerwald, vielen Dank, übernimmt einige davon. Ich glaube, eine ist noch frei am 13.01. Da wäre schön, wenn ihr euch da noch eintragt. Und kommen dann auch schon zu Top 10 Sonstiges. Da wir ja sowieso sonst nicht viel zu tun haben heute, wollte ich noch mal kurz über den Uso reden. Uso? Ja. Uso. Wie ihr sicherlich alle mit großer Überraschung zur Kenntnis genommen habt, möchten die Grünen jetzt plötzlich doch einen Untersuchungsausschuss Staatsoper. Und da die Koalition auch leidlich ungehalten ist, ob diesem kleinen Debakel, ist es sehr wahrscheinlich, dass der auch tatsächlich passiert. Jetzt ist es so, dass wir uns da ja vor Weihnachten schon Gedanken gemacht haben und einen Fragenkatalog im Entwurf schon mal an die... Ja, es ist ein echter Fragenkatalog, Christopher. Im Entwurf schon mal an die Grünen und die Linken herangetragen haben. Da waren die noch nicht so Feuer und Flamme, sind sie jetzt. Also machen wir es jetzt nochmal. Das haben wir auch gerade per Pressemitteilung getan. Wolfram zeichnet sich da federführend und kann zu allen Belangen des Uso befragt werden von allen von euch. Es gibt auch eine kleine, aber hochkompetente Gruppe von ReferentInnen, die sich damit beschäftigen. Das ist alles soweit organisiert und wir werden demnächst wahrscheinlich dann einen Untersuchungsausschuss bekommen, der höchstwahrscheinlich auf dem Großteil der von uns niedergeschriebenen Fragen, wie immer, halt basiert. Ja. Fabio hat dazu eine Wortmeldung. Nicht wirklich zum Uso. Nee, nur eine Anmerkung, dass sozusagen der Beschluss von vor, glaube ich, 3,5 Wochen, ja, oder beziehungsweise ein paar Wochen vor den Ferien, dass wir jetzt den Untersuchungsausschuss zu den Flüchtlingsunterkünften auch anstreben, nicht in Vergessenheit geraten ist. Und ich würde dann tendenziell nächste Woche noch mal ein bisschen dazu berichten in der Fraktion. Wunderbar. Sonst weitere Anmerkungen? Christopher freut sich, dass es jetzt endlich einen Untersuchungsausschuss gibt. Es war ja deine Forderung. Du hast sie ja durchgebracht hier. Gut. Ansonsten habe ich nichts unter Sonstiges. Hat noch jemand was unter Sonstiges? Nicht? Sehr schön. Dann haben wir eine sehr kurze Sitzung gehabt. Ich habe versucht, es nicht zur kürzesten Sitzung werden zu lassen. 10 Minuten, das war doch die kürzeste Sitzung. Wunderbar. Dann schließe ich die Sitzung um 15.20 Uhr nach meiner Uhr. Meine Uhr zählt. Genau. Das spricht natürlich ausschließlich für mich als Versammlungsleitung. Du wirst doch keine Kritik an der Versammlungsleitung üben hier. Wir sind effizient. Ja, richtig, so sieht's aus.